Atta. Gut. So, also für den nächsten Beitrag darf ich meine liebe Kollegin Barbara Czonka, Jonka, du das war hast ja gut, so ja. einen schwierigen Namen begrüßen. Sie ist auch Bundeslandkoordinatorin für Tiroler Volksschulen, ja, und Lehrerin an der Volksschule Arzl und hat Padlet auch während des Distance Learning eingesetzt oder setzt sie überhaupt während ihres Unterrichts ein, und über diese Erfahrungen möchte sie uns jetzt berichten. Bitte, liebe Barbara. Ja, danke für die netten Worte, Silvana. Und ich begrüße alle, die mir jetzt nur zuhören, nachdem sie schon ganz viele interessante Sachen gehört haben und der Tag schon sich dem Ende neigt. Ich versuche es nicht zu so theoretisch zu machen. Es ist mir klar, Padlet ist jetzt nicht ganz was Neues. Vor 5 Jahren habe ich da in der Volksschule Arzl das erste Mal ein iPad in der Hand gehabt. Da war sehr viel neu. Und mit meiner netten Kollegin Petra war ich in diesen 5 Jahren sehr neugierig und engagiert. Und wir haben uns in dieser Zeit sehr viel Wissen und Erfahrung angeeignet, das wir jetzt gerne teilen zusammen. Und heute, wie die Silvana schon gesagt hat, bin ich allein da. Wir sind eigentlich beide Bundeslandkoordinatorinnen für Tirol. Und ja. Also Padlet ist eines dieser Werkzeuge, das ich verwende. Wie gesagt, vor 5 Jahren war der Start. Interessiert war ich schon immer. Ich bin in meinem 30. Dienstjahr und in den 90er Jahren habe ich irgendwann das Informatiklernen gemacht. Also es ist ein bisschen ein Hobby. Padlet ist jetzt ein Werkzeug von vielen und wie ich schon gesagt habe, ich möchte diese Registrierung und die ganzen, wie man zu einem Padlet kommt, jetzt ziemlich schnell durchgehen, habe natürlich auch eine Präsentation und dann aber eher bei den Beispielen, wie ich es jetzt in der Praxis einsetze, dann vielleicht ein bisschen bleiben. Aber ich verspreche, um 6 bin ich ruhig. Gut, also ich gebe meinen Bildschirm frei und da seht ihr jetzt schon eine alte oder gute alte Pinnwand im Gegensatz zur virtuellen Pinnwand, wie das Padlet ja genannt wird. Also eine Pinnwand, von der man sich Informationen runterholen kann, aber auch welche dazu heften. Das ist ganz, wie Sie oder wie ihr das einstellt. Der Weg zur virtuellen Pinnwand geht nur über eine Anmeldung, Registrierung mittels E-Mail-Adresse. Also zuerst muss man natürlich einmal auf die Seite von Padlet gehen, dann muss man eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben oder es geht auch über den Google-Account. Ja, dann wird man gleich mal darauf hingewiesen, dass es auch eine Bezahlversion gibt und eine Gratisversion ist dann begrenzt mit nur 3 Pinnwänden. Ganz gute Information findet man zum Padlet auf diesem Padlet. Wer sich da dann vertiefen möchte oder wenn ich irgendwas jetzt nicht so genau ausführe. Ja, man wird dann gleich mal begrüßt, wenn man sich also auf dieser Seite, dann kann man sich registrieren, wie schon gesagt, mit E-Mail-Adresse. Dann kommen die Modis, wie man bezahlen kann, also circa 10 Euro pro Monat und schon ist man quasi dabei, auch ohne bezahlen. Wie gesagt, nur 3 Wände. Eine ist dann schon immer vorhanden, wenn man so weit ist, hat irgendwie einen kreativen Namen und einen Untertitel noch dabei und alles kann man verändern. Ja, das Layout, wie gesagt, anpassen, je nachdem, welcher Titel, welche Beschreibung noch genau dazu, ein nettes Symbol, natürlich die Adresse, die man dann auch teilen kann, damit das Padlet möglichst besucht wird. Man kann die Adresse ändern, das zeige ich euch dann noch, wenn wir direkt drinnen sind. Es gibt verschiedenste Hintergrundfarben und Bilder. Dann natürlich auch, Entschuldigung, jetzt ist mir zu schnell gehopst.
weil da die ganzen Teilnehmer sind. So, wem will ich das zeigen? Wer darf kommentieren? Will ich mir das zuerst anschauen, was da jemand drauf heften möchte? Obszönitäten, natürlich filtern. Also man hat da eine große Möglichkeit, das anzupassen. Dann weitere Anpassungsmöglichkeiten. Welches Format möchte ich? Es gibt 7 Möglichkeiten, die Pinnwand zu formatieren sozusagen. Das würde ich auf jeden Fall dem Inhalt anpassen. Die gängigste Form ist vielleicht das Regal. Das ist da jetzt links unten. Zeige ich euch dann, wie ich das einsetze. Das hat, also ist in Spaltenform und man kann da immer eine Überschrift, einen Titel für jede Spalte angeben. Ähnlich ist das Storyboard. Bei der Wand ist es so, dass jeder Post eine Zahl bekommt, also der erste Post, und man kann das dann herumschieben, ist sehr flexibel. Nützlich finde ich auch die Leinwand. Man kann, das ist so ähnlich wie Mindmap, man kann die Beiträge unterschiedlich verschieben, ohne Spalten, ganz frei, und man kann sie miteinander verbinden. Praktisches Beispiel kommt später. Die Liste, wie der Name schon sagt, ist fast so wie ein Blog oder ein Chat. Da wird einfach alles untereinander aufgelistet, was so an Beiträgen hereinkommt. Ganz toll finde ich auch noch die Karte da unten, eine Landkarte in verschiedensten Designs, Wasserfarben, Satelliten, Retro sogar und ja, auch sehr gut im Unterricht der Volksschule anwendbar. Und schließlich auch noch die Timeline, für die ich ein paar Ideen dann erwähnen möchte. Gut. Wichtig ist natürlich bei dem auch der Datenschutz. Man kann jetzt in sich das Padlet schon nur einer kleinen Gruppe zur Verfügung stellen, indem man es mit Passwort sichert. Nur den Teilnehmern, die da was posten sollen oder sich Infos holen sollen, das Passwort verratet. Ich würde es niemals öffentlich stellen. Trotz all dem habe ich gehört, in Deutschland ist es in ein paar Bundesländern verboten zu verwenden. Und es gibt da so ein Pendant, das heißt Taskcards. Ich habe nur ein bisschen eingeschaut, es ist ja ähnlich, aber ich glaube, es hat nicht so viele Funktionen. Ja, also das zur Sicherheit und Mitglieder einladen. Springe ich jetzt da nach links her. Mittels Knopfdruck und einer E-Mail-Adresse kann man gleich jemanden dazu auffordern oder wie gesagt einladen, auch etwas auf das Padlet zu posten. Außerdem kann man natürlich mittels QR-Code oder Link überall sein Padlet quasi anpreisen oder jemanden dazu einladen, indem man es einbettet in eine Website, E-Mail und so weiter, anderen Social Medias. Datenschutz habe ich schon erwähnt. So, ich wäre jetzt auf einem Witze-Padlet, das hätte man für euch ausgedacht. Wer weiß einen? Also es wäre jetzt total nett, wenn ich jetzt nicht zu schnell war. Moment, ich gehe nochmal zurück. Wie mache ich das jetzt am besten? Könnt ihr den Code sehen auf der Seite, dass ihr... Gerade vorher hat man ihn sehen können. Also wenn du jetzt da oben rein... Ja, genau. Oder so. Du gehst direkt beim... Oder ich gebe den Link in den Chat. Aber dazu das kannst du auch machen, ja. Oder es verwenden die Leute einfach ihr Smartphone. Ja, also oder ihr schaut es einfach nur zu. Also man... wie ich zuerst schon gesagt habe, man kann das unterschiedlich gestalten. Ich habe da jetzt Witze gemäß, jetzt muss ich nur schauen, dass ich auf der richtigen Seite bin. So. Wie gesagt, da oben kann ich das teilen, damit ihr das da nochmal seht. Ich kann da Mitglieder hinzufügen.
indem ich die E-Mail-Adresse eingebe, ich ändere da den Datenschutz, ich klicke an, das will ich nicht öffentlich machen, gell? Heute habe ich es öffentlich, damit ihr mitmachen könnt, so. Ja, sehr gut, das funktioniert ja schon. Wenn ihr einen gesprochenen Witz haben möchtet oder andere Formen von Beiträgen, es gibt da eine Reihe von Werkzeugen, die es euch erlauben, entweder man lädt einen gespeicherten Witz hoch. Ich habe mir da natürlich einen hergerichtet, einen Cloud-Witz. Und mittels rosarotem Button Publish ist er schon da. Gell? Ebenso wäre das ja auch möglich, wenn man auf die drei Punkte klickt, hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Ihr könntet mir jetzt ein Foto von einem Witz schicken oder eine Zeichnung machen. Es ist dann immer zu speichern. Rosaroter Knopf, sage ich zu den Schülern. Wie gesagt, ihr war erste Klasse. Und dann noch einmal und dann ist es da. Das ist jetzt nichts. Also du es auch mit einem Klick wieder entfernen. Mit diesen drei Punkten kann man jeden Post verändern oder ganz entfernen. So, ich kann die Posts herumschieben. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Man sieht jetzt da, wer denn, man kann es jetzt sortieren und hat dann Nummern dabei. Wenn ich das Ganze modifizieren, also das Format ändern möchte, dann drucke ich da rechts oben auf die drei Punkte und unter Format ändern habe ich die ganzen Möglichkeiten, die ich vorher schon angesprochen habe. Ja, danke euch für die Beiträge. Ich springe gleich wieder zurück in die Präsentation, denn ich wollte euch ja zeigen, wie das so in der Volksschule Arzl passiert. Und zwar wären das jetzt ein paar Ideen, was man, wie ich das Padlet so eingesetzt hat. Zum Beispiel das mit der Landkarte, das war eine vierte Stufe letztes Jahr. Man zoomt sich da mal rein in sein Land. Und dann wieder mittels rosaroten Button und Plus kann man einen Beitrag posten. Und die Kinder haben dann noch dazu geschrieben, was sie da erlebt haben. Zum Beispiel, da wohnt meine Oma und ich habe gebeten, schreib bitte deinen Namen dazu, denn die Kinder haben ja keinen Account und dann scheinen sie nur unter anonym auf. Ja. Das haben sie eigentlich ganz gern gemacht. Vor allem ist das, das war ich selber, genau. Weil einfach diese Ansicht Google Maps, das kennt ihr eh, oder Google Earth schon sehr beeindruckend ist für die Kinder. Die verschiedensten, jetzt muss ich schnell schauen, wie man die... Ja genau, hier kann ich jetzt die verschiedensten Landkarten euch noch zeigen. Retro zum Beispiel, sagt den Kindern jetzt vielleicht weniger, als wie wenn man Berge und Gletscher sieht. Wasserfarben wird dann schon sehr ungenau, aber recht hübsch. Ja, zurück zu einem anderen Beispiel, das waren die Karten. Wie gesagt, ich habe ja eine vierte Klasse gehabt. Ich bin jetzt mit denen noch ein bisschen in Kontakt. Also das sind jetzt so ihre ersten Erfahrungen, die sie in den Gymnasien machen. Ich habe ihnen halt geschrieben, weil ihr kennt es wahrscheinlich eh. Man ist ihnen doch ans Herz gewachsen oder umgekehrt auch. Und ich wollte einfach ihnen noch alles Gute wünschen und nicht ganz den Draht noch abzwicken. Und dann kriege ich halt Nachrichten, wie es ihnen so geht bei den ersten Schularbeiten in Englisch und so weiter. Also das wäre auch eine Idee, wenn man möchte. Dann, wie gesagt, diese Form ist ganz praktisch für ein Kehlgespräch. Man kann die Bilder herumschieben. Auch virtuelle Kehlgespräche haben stattgefunden letztes Jahr, wo man, wenn man den Bildschirm teilt, natürlich bespricht man das ja mit den Kindern, wo man das vielleicht ein bisschen
untermalen kann mit Bildern, wo man jetzt was hinrückt, wie geht's dir und was möchtest du noch lernen und wisst eh und was kannst du schon gut vor allem, wäre da Thema. Also das wäre bei so einem Anlass einsetzbar. Dann die lineare Form kann ich mir gut vorstellen, alles was mit Entwicklung zu tun hat, auch im technischen Bereich. Denk da an den IT-Bereich oder auch die Entwicklung von Autos zum Beispiel. Hier die, glaube ich, ganz ein gängiges Thema, das in keiner Volksschule ausgelassen wird. Die Kinder könnten da die Bilder sortieren. Sie können was dazu schreiben, da zum Beispiel direkt beim Bild, hoppla, da oben bei den drei Punkten, Post bearbeiten, dann kann ich da oben dazu schreiben, Bosch Eier aktualisieren. Genauso kann man aber unten einen Kommentar, der erscheint dann rechts, oder direkt, na, es ist wieder da, Entschuldigung. Ja, das kann ich mir auch mit Planeten zum Beispiel gut vorstellen. So eine Gemeinschaftsarbeit, wo man die ganzen Planeten in Reihe und Glied hat und dann die Kinder zu einem Planet ihrer Wahl eine Information dazu schreiben. Natürlich nicht in der ersten Klasse. In der ersten Klasse kann ich euch schon ein bisschen stolz, muss ich sagen, präsentieren, was da gelungen ist. Die Kinder waren genauso stolz, wie dann auf dem Display, das wir in der Klasse haben, plötzlich ihre ersten Wörter erschienen sind. Wir haben quasi kollaborativ gearbeitet heute. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich auch, welches Lehrbuch ich verwende, wenn ihr da schaut, womöglich auch die Seitenzahl. Ja. Ich denke, wir können das natürlich steigern. Wir haben, ich weiß jetzt gar nicht, die 8., 9. Schulwoche und seit der 2. Woche haben die Kinder das iPad in Einsatz und der Umgang wird jeden Tag geläufiger und dann kann man sich solche Spielchen, sage ich jetzt einfach einmal, schon leisten, weil da gar nicht so viel Zeit drauf geht. Und ja, mir macht es einfach Spaß und ich probiere immer wieder gern was Neues aus mit den Kindern und werde es sicher fortsetzen. Ja, das da noch wollte ich euch zeigen und zwar habe ich das. Ich bin das so umgangen mit diesem, ich wollte auch nichts zahlen, ich zahle eh recht viel für gewisse Sachen, aber für Padlet habe ich bis jetzt noch nicht die Geldtasche geöffnet. Jetzt habe ich einfach drei E-Mail-Adressen und überall halt drei Padlets gratis quasi, aber wenn, da brauche ich auch drei Browser, weil ich kann nicht zweimal mit dem gleichen, im gleichen Browser einsteigen. Also das, da haut es mich gleich. Das habe ich mal für eine Fortbildung gemacht, weil ich so ein Seesaw-Fan bin und das drückt einfach aus, für mich ist Seesaw die Zentrale und ich komme da zum Padlet hin, zu Anton, zu den digitalen Schulbüchern und das ist eben dieses diese Leinwandformat von Padlet. Man kann da jeden Post verknüpfen. Und für mich ist das einfach so eine tolle Form, wo sich die Kinder nur einmal einloggen und dann kann man es verknüpfen mit allen anderen digitalen Werkzeugen, die ich so nütze. Aber wie ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, ich kann mir da jetzt in der Mitte genauso gut ein Eichkätzchen vorstellen und verknüpft dann mit anderen Beiträgen Kindern, die sich mit der Nahrung, mit der Entwicklung, mit dem Lebensraum und so weiter. Ich glaube, ihr könnt euch das vorstellen, beschäftigen. Ja, ich rede recht schnell, aber ich denke, ihr habt alle auch Ideen und könnt da sicher folgen.
Padlet habe ich auch noch eingesetzt, nachdem wir bei einer First Lego League teilgenommen haben. So, jetzt bin ich im falschen Browser, aber Moment, ich zeige es euch gleich. Das war einfach noch einmal die Sache und die Kinder vor allem hochleben zu lassen. Das ist jetzt diese Regalform, wo jedes Regal eine Überschrift hat, wo einfach die Beiträge noch einmal die Kinder an diesen tollen Event erinnern. Und natürlich haben wir es auch mit den Eltern geteilt. Also für sowas ist ein Padlet sehr gut einsetzbar. Ich habe sogar noch einmal die ganze Klasse präsentiert und alle digitalen Werkzeuge und habe da bei uns in Tirol einen Lehrerinnenpreis gewonnen. Ich habe eigentlich nichts anderes getan, als auf diesem Padlet präsentiert, womit ich so arbeite und wie digital denn das ist. Aber das habe ich eh schon gesagt, das ist ein Steckenpferd und es hatte einen guten Rückenwind bekommen durch das Distance Learning. Ja, das sind jetzt so Ideen von meiner Seite. Wir haben, die Petra und ich zusammen, für unsere Kinder der Zooklasse und für die Eltern auch eine Klassenpinnwand. Die möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Bevor wir die Kinder noch gesehen haben im Sommer, haben wir die eingerichtet. Die Eltern haben den QR-Code bekommen, damit sie schon ein bisschen einen Eindruck von uns bekommen. Die Fotos haben wir jetzt runtergenommen von uns. Wir machen die Kinder immer darauf aufmerksam, keine Fotos machen voneinander in der Freiarbeit. Das sind ein paar so Eindrücke. Ja, wir hoffen einfach, dass die Eltern auch interessiert sind und möchten sie damit teilhaben zu lassen, was gerade so Inhalte sind oder auch Formulare, Informationen, die sich ja jetzt fast stündlich ändern, könnten sie sich dann da noch einmal runterladen oder einfach nur nachlesen. So, jetzt bin ich gerade wieder raus aus der Präsentation, aber ich zeige euch auch noch ganz, hoppsala, Entschuldigung, das Padlet von unserer Lernwerkstatt. Das ist natürlich ähnlich wie für die Eltern, so machen wir das auch für die Lehrpersonen. Petra und ich posten hier unsere Fortbildungstermine, aktuelle Termine zu diesen Themen, Informationen zu E-Education natürlich, damit wir uns nicht oft wiederholen müssen, wäre die Hoffnung, dass man sich das hier runterholt, was man wissen möchte dazu. Ja, das ist jetzt im Eilverfahren. Ja, war das jetzt meine Präsentation und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn noch wer Atem hat zum Fragen oder wenn Fragen aufgetaucht sind, ich stoppe, bin wieder da. Und ja, also es gibt, danke Barbara, es gibt Fragen insofern, ob du vielleicht die Ideen zur Verfügung stellen könntest, also mit einem Link, wo du das vielleicht nochmal zusammenfasst. Das, was ich jetzt so, ich will nicht sagen, aus dem Ärmel geschüttet habe, aber ich bin schon sehr kreativ und hätte auch die Fotos für Weltraum oder halt Planeten oder so, das ist gewünscht. Ja. Genau, also die Uschi würde darum bitten. Ja. Dass man sich das alles merkt. Wo soll ich das, in welcher Form soll ich das bekannt geben und wo? Wenn du zum Beispiel auch die Präsentation E-Education zur Verfügung stellen könntest, dann würden wir das im Download-Bereich unter der Fachtagung veröffentlichen. Dann ergänze ich einfach nur eine Folie, wo ich das ein bisschen konkretisiere, oder?
Super. konkreter macht. Ja, das kann ich. Und ist es so gewünscht, dass auch das Format vom Padlet und die jeweilige Idee oder einfach generell präziser, was ich mir vorstellen kann? Uschi, die Frage ging an dich. Nur die Ideen der Padlets. Nur die Idee. Ja, das mache ich gern, wenn es halt nicht mehr sein muss. Also alles das, was du jetzt gezeigt hast mit den Fröschen, mit den, wo war ich überall, also die Froschentwicklung, die Planeten, genau wie du es jetzt aufgezeigt hast, genau die Ideen, ja. Ich habe das übersprungen, wenn man bei Padlets reingeht, da gibt es ja auch, so wie man es von Kahoot kennt oder von Seesaw, so eine Art Galerie, wo man auf andere Padlets, auf Ideen kommt. Und da ist zum Beispiel, das ist jetzt zwar englischsprachig, aber da ist auch ein Padlet zu den Planets und die Entwicklung von der Raupe zum Schmetterling wäre jetzt auch so ein klassisches Beispiel. Gell? Also man kann da ein bisschen herumschauen und sich vielleicht Ideen holen, aber ich mach das auch gerne noch. Ja, danke.